Zwei essentiell wichtige Dinge sind in der letzten Episode passiert und ich werde euch die kurz vorstellen für die Leute, die vielleicht die letzte Episode nicht gesehen haben oder vielleicht sogar schon vergessen haben, was in der letzten Episode passiert ist. Und zwar haben wir zunächst einmal unseren ersten richtigen Transfer erfüllt. Also was ich mit richtigen Transfer meine, ist wirklich mit einer Transferablöse. Wir haben uns ja bisher nur ablösefreie Spieler eben verpflichtet und jetzt gab es halt auch für uns die Möglichkeit, das erste Mal unser Transferbudget einzusetzen. Und da haben wir uns direkt mal richtig verstärkt, wie ich finde. Und zwar haben wir uns hier diesen Mariusz Fornalschik eben geholt. Ist jemand, der mit 20 Jahren hier als sehr junger, frischer Mann auf dem Platz von uns geschickt wird. Und wir sehen es, 66 Gesamtstärke und Status zeigt großes Potenzial. Also dieser Pole wird wahrscheinlich durch die Decke fliegen. Und das sage ich euch jetzt schon, so wie es ist. Ich bin sehr optimistisch und ich freue mich sehr, ihn im Team begrüßen zu dürfen. Und wie gesagt, VfB Oldenburg ja auch so eine Mannschaft, die ja so ganz gut und gerne mal in Polen einkauft oder zumindest dort Spieler heranzieht. Und deswegen passt das auch ganz gut, denke ich mal, in die Transferhistorie von Oldenburg mit rein. Und außerdem, was wir in der letzten Episode geschafft haben, ist es, wenn wir die Tabelle reinschauen, wir sind einfach erster Platz. Ja, ihr seht goldrichtig, wir sind auf Platz Numero Uno. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hingekriegt haben. Wir haben eigentlich die gleichen Statistiken mit Mannheim. Ich glaube, in dem Fall sind wir über denen, weil wir gegen die gewonnen haben, aber das stimmt auch gar nicht. Ich glaube, wir haben unentschieden gegen... Ach Gott. Ja, derjenige hier, der Statistiker, darf das gerne mal wieder in die Kommentare schreiben. Ich habe schon wieder komplett vergessen. Aber wie dem auch sei, auf Platz Nummer 1, was absolut geisteskrank ist, womit, glaube ich, niemand gerechnet hätte. Und wir müssen jetzt als nächstes ran gegen Halle. Und ja, ihr kennt ja eigentlich so dieses berühmt-berüchtigte von mir, wenn ich sage, das wird ein schwieriges Spiel und Halle ist stark und bla bla bla. Und das wird es halt eben auch. Ich habe die Mannschaft auch diesmal so ein bisschen umformiert und zwar so, wie ich finde, wie ich sie jetzt einsetzen möchte, als meine erste Mannschaft. Jetzt muss ich eigentlich wieder ganz komplett zurückgehen. Oh Gott, Alter, das ist jetzt aber auch wieder der Start dieser heutigen Episode, wird jetzt aber auch wieder extrem lange dauern. Wo war nochmal das Kalenderchen? Hier war auf jeden Fall der Kalender. Und hier sehen wir im Kalender, dass wir gegen Halle müssen und ein paar Tage danach schon direkt gegen Elversberg und danach schon gegen, ich glaube, Saarbrücken müsste das sein. Das ist natürlich nicht so geil, weil das an der Ausdauer unserer Spieler knackst, aber das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir hier und da vielleicht ein paar Wechsel vollziehen, wo es wichtig sein kann. Das machen wir mal eben ganz kurz. Wir gehen ins Teammanagement rein und wir sehen, ja, wir können, ich glaube, Steurer war jemand, der gesagt hat, ich möchte gerne spielen. Deswegen will ich Steurer einfach mal die Chance geben, weil ich glaube, er war das, der das gesagt hatte. Ich möchte außerdem gegen Halle oder gegen Elversberg. Ich glaube, eher gegen Elversberg nehme ich mal Plautz mit, der sich wunderbar hier auch schon entwickelt hat bei uns. Ich habe natürlich Fornalschik schon von Anfang an mit drin, ich will ihn auch direkt einsetzen, ich möchte gucken direkt, wie er sich schlägt und ob er bei uns wirklich wie eine Granate spielen kann. Komm, Fuchs nehmen wir auch nochmal mit und dann lassen wir das einfach mal, ne? Würde ich schon fast meinen. Doch, wir können das mal so ausprobieren, ich glaube, das ist schon gar nicht mal so schlecht. Nicht die gesamte Mannschaft auf den Kopf schmeißen, sondern hier und da so ein bisschen rumrotieren, das machen wir jetzt so. Es gibt instant die gelbe Karte dafür. Da schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Ich hoffe, die gibt es nach 2 Minuten dafür schon. Ich habe X gedrückt, weil ich einen Kopfball machen wollte. Ich kann doch nichts dafür, dass Budgie sich dazu entschieden hat, auszurutschen. Ich meine, schneit. Ach, guck mal, was er da macht. Wie dumm. Der Ball war in der Luft. Ich wollte den Kopfball machen. Und außerdem, was mir aufgefallen ist, es schneit. Wir sind im Weserstadion. Ach, Gott, im Weserstadion. Ja, genau. Schön wäre es, wenn Oldenburg im Weserstadion wäre. Wir sind im Marschwegstadion. Und das habe ich ja schon mal erzählt gehabt. Hier ist eigentlich kein Schnee. Es wird zumindest nicht bei Schneewitterung eben gespielt. Und ja, ich wollte eigentlich darauf achten. Ich habe es voll vergessen. Und ich glaube, das Einzige, womit ich den Schnee wieder auf Zauberhand verschwinden lassen kann, ist einfach, indem ich den Spielstand hier neu lade. Und darauf habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust. Also, wir müssen jetzt damit leben, dass es schneit. Und vielleicht mal damit leben, dass wir das 1-0 erzielen. Aber das tun wir hier an der Stelle leider nicht. So will ich das sehen. Die Powergrätsche sorgt auch dafür, dass unser Pressing ziemlich erfolgreich wird. Guck mal, wie wir die hier in die Bredouille schicken. Seht ihr das? Guck mal, die werden so ein bisschen von uns eingedrängt. Und der Druck ist natürlich auf deren Seite. Wobei, jetzt konnten sie sich relativ gut freispielen. Aber das gerade eben war ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht von uns. Lauf, Budgie! In der Mitte durch! Das muss es sein! Budgie ist jetzt durch und Budgie muss treffen! Budgie! Was bist du denn für einer? Ich verstehe es nicht. Wie oft hat er das jetzt schon versaut vorne? Das ist eine 1000-prozentige. Nein, das liegt auch nicht am Schnee. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Der Rasen war giftgrün an der Stelle, wo er geschossen hat, Mann. Das muss er machen. Ey, ach, das kann nicht sein. Das war auch schon, glaube ich, nett. Oh, mein Gott, Budgie, du bist so eine Flasche. Du bist so eine... Das kann doch nicht sein. Du bist so eine Nulpe. Was machst du da vorne eigentlich? Ey, das ist so ein Tarzan. Ich fasse es nicht. Alter, ich bin so sauer auf den. Das hat er, glaube ich, in der letzten Episode, wie gesagt, auch schon gehabt, dass er da nichts auf die Reihe bekommen hat, nichts geschissen hat. Dann in 2 Minuten kriegt er eine gelbe Karte, weil er, weiß ich nicht, von einem Geist geschubst wird, weil er ausrutscht, obwohl der Ball von oben kommt.
Ey, und jetzt auch noch zweimal eine 1000-prozentige einfach liegen lassen. Klar, das sieht gar nicht gut aus. Oh, das sieht richtig schlecht aus. Und das war nicht mal abseits. Und Mielitz, ich brauche es nicht so oft sagen, weil es ist jedes Mal Mielitz. Oh Gott, richtig scheiße geklärt. Moment, die Pille ist noch heiß, der Angriff ist noch nicht vorbei, wir können uns aber reinstellen. Ja, wie gesagt, ich brauche das eigentlich nicht immer erzählen, aber Mielitz ist halt phänomenal. Wie der spielt, das kannst du keinem erzählen. So, unser Pole ist jetzt mal unterwegs, unser Neuzugang. Schickt er mal einen Starke? Oh, nee, schickt er nicht, der Pole hat direkt versaut. Nee, Starke war auf jeden Fall frei, das war auch derjenige, den ich da eigentlich anspielen wollte. Aber der Pole hatte da wohl ein bisschen was dagegen gehabt. Von halt, schick jetzt wieder deine Chance. Mal gucken, wie er jetzt den Ball verteilen kann. Und dort in der Mitte sehen wir nämlich Krasniki, der verteilt jetzt mal oben auf Fuchs. Und Fuchs mal mit einem Fernschuss. Nee, das brauchst du auch nicht versuchen mit so einem, ne? Hat man nicht schon mal die Situation gehabt, wo ich mit Fuchs geschossen habe aus der Ferne und das war absolut abscheulich? Ich habe anscheinend nichts daraus gelernt. Hä? Was ist das denn? Warum ist Budgie noch da? Den habe ich doch gerade ausgewechselt. Hä? Hat FIFA das nicht über... Hä? Brand sollte da eigentlich sein. Ich habe ihn... What the fuck? War Brand noch irgendwie auf Klo oder so? Oder was weiß ich? Oder hat der irgendwie den Anstoß verpasst oder was weiß ich nicht was? Ich habe ihn eigentlich in der Pause ausgewechselt, aber der ist noch gar nicht drin. Hä? Er spielt einfach immer noch Budgie, den ich ausgewechselt habe. Für seine Dreckstat, für seine gelbe Karte und so weiter. Nein, der will anscheinend noch weiterspielen. Okay, Brand kriegt hier noch nicht seine Chance. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen frech. Aber gut, wenn sie meinen, wollen wir mal einen Buchtmann... mit Buchtmann... Oh, Starke! Nee, der setzt sich durch, wollte ich schon fast meinen. Gewinnt die... Was war das schon wieder? Warum passiert das der KI so oft? Ich verstehe es nicht. Aha, jetzt kommt der Wechsel. Natürlich, ja klar. Kleine Verzögerung. Brand hat es also aufs Feld geschafft, ja? Hast du deinen Klobesuch jetzt beendet? Gut, dann können wir ja weitermachen mit dir. Oh oh. Er schießt sich die Pelle selber ins Gesicht. Damit ja ein Abschluss von uns jetzt hier rauskommt. Gott, war das peinlich. Also die Wechsel, die ich jetzt hier vollzogen habe, in der typischen, ich glaube 63 Minute ist es diesmal, die sind sehr, sehr offensiv. Weil es geht mir ein bisschen auf den Sack, dass wir vorne die Dinger nicht gemacht haben. Wegner und De Jong jetzt hier doppelt unterwegs. Ne? Er hier, also Wegner als Schattenstürmer eher am Agieren, aber unser De Jong soll anscheinend unser Knipser vorne jetzt sein. Dafür habe ich Krasniki jetzt ein bisschen zurückgesetzt und wir sehen es Brand. Ach nee, Brand haben wir ja gerade eben eingewechselt. Wen wollte ich noch einwechseln? Ach nee, ich habe Bruchmann stark ausgewechselt. Ich bin ein bisschen psychisch verwirrt, Freunde. Ich bin mental ein bisschen verwirrt. Keine Ahnung. Das ist ein ganz komisches Spiel hier jetzt auch schon wieder. Da sind wieder 10 gewesen, die ganz unerklärlich waren. Also deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber ihr habt schon verstanden, was ich gemacht habe. De Jong hat ein schönes Auge auch verbrannt gehabt. Aber ich glaube, wir müssen sogar wirklich flanken. Oh ja, da ist es doch. Jetzt De Jong. Ja, nachlegen, De Jong. Weil die Klärung geht ins Nix. De Jong hat immer noch die Pille. Wir machen es ruhig. Wir machen es scheiße. Scheiße, Mann. Kämpf. Nix. Das war doch ein faires... Ey, komm, das war so ein Ball... Das kannst du ja nicht besser grätschen. Das war so gut gemacht von Knüstock. Und jetzt gibt's auch noch die gelbe Karte hinterher oder was? Ein bisschen parteiische Schiedsrichter... Okay. Ich dachte, wir haben den Ball voll erwischt. Ja, gut, die Kamera... Ja, die Kamerawinkel können halt eben auch gut und gerne mal täuschen. Ne? Was machen sie jetzt wieder für den Freistoß? Taktik hier, Landgraf. Und dann kommen wir in Fernschuss oder was? Dama, yo. Aber das geht voll in den Rücken eines eigenen Kollegen. Also, das hättet ihr euch auch ehrlich gesagt sparen können. Und jetzt gibt's ein Umschaltspiel. Und wir sehen es auch schon. Unten ist De Jong. Renn weiter, De Jong. Setz dich durch. Du bist ein kleiner Mann, aber du kannst dich vielleicht durchsetzen. Lionel Messi schafft das auch. Ja, aber nicht so ganz, leider. De Jong, bitte, das ist es jetzt. De Jong aus Spitzen. Ey, ich wollte zuerst das nicht reinschneiden, dieses Highlight. Ne? Deswegen habe ich auch aus diesem Spitzen und dann habe ich aufgehört zu reden, weil ich das gar nicht reinschneiden wollte. Und als jetzt dieser Fehlpass hier entstanden ist, das war viel zu lustig. Ich glaube, das bringe ich trotzdem rein. Genauso wie diese Flanke jetzt hier von Krasniki. Komm, endlich mal jemand, der vielleicht sowas treten kann. De Jong ist doch kein... Der kommt zum Kopfball! Alter! 1,50 Meter ist der nur groß, ne? Und fliegt, also wirklich, der kriegt ja hier einen Kopfball-Saunser dahinter gesetzt. Das ist ja nicht zu fassen. Komm, das machen wir gleich nochmal. Krasniki, Flanke kommt rein. Da ist er wieder. De Jong, schafft er es wieder? Der kann ja richtig springen, der De Jong. Na, wohin? Steurer. Na, brauchst gar nicht versuchen, so einen Powershot. Ich möchte mal endlich einen Powershot machen. Ich fühle mich total, doof. Oh, kriegen wir den? Ne, den kriegen wir nicht mehr. Das war aber trotzdem ein Wurf für uns. Hätten wir gar nicht hinterher sprinten brauchen. Das heißt, unsere Energie ein bisschen sparen können. Komm, Freunde, es sind noch ein paar Minuten zu spielen hier in diesem Spiel. Und jetzt geht's los. De Jong, es wäre durch gewesen. Wegner, unten siehst du einen Brand. Es will einfach nicht sein. Und es soll einfach nicht sein. Ob das wohl 0:0 am Ende wird und... Oh. Der Einsatz. Habt ihr gesehen, wie der in ihn reingeflogen ist? Junge. Diese Power-Grätschen sind wirklich eine Hausnummer. Das war nicht mal ein Foul. Achso, das vorhin war ein Foul mit gelber Karte. Und das ist nicht überhartes Einsteigen von ihm gewesen. Der ist mit offenen Sohlen, mit offenen Stollen ist er in den Gegenspieler reingesprungen. Hallo? Oh ja, schön gemacht. Krasniki.
Ey, warum kannst du keine Bälle verteilen? Du bist so ein Zehner, ein Ausgelernter zumindest. Komm, können wir den Ball bitte gewinnen? Oh, das gibt gleich... Mann, was ist denn los? Ich, ehrlich, ich komme mir vor, als wäre ich ein Landwirt. Ich nehme sie alle auseinander. Ey, irgendwann ist die gesamte dritte Liga nur noch verletzt, dank mir. So, ja, wir setzen mal Fuchs ein bisschen nach vorne, weil es wird jetzt, glaube ich, Zeit, dass wir noch mehr Offensive ins Spiel reinbringen. Fuchs auswechseln gegen Geißes. Und, nee, sonst, glaube ich, wobei, Knüstock, nee, den lassen wir noch drin. Wir lassen den noch drin. Ich glaube, dieser letzte Wechsel, brauchen wir den noch unbedingt? Oh Gott, wir sind ja mitten in der Verteidigung. Das habe ich voll verschlafen gerade. Oh, gut, können wir da reingehen? Bitte wehrt den Scheiß ab, Militz, jawohl. Und Knüstock schießt den einfach raus. So muss das auch. Die Wechsel jetzt durchbekommen. Ja, ja, der kriegt jetzt zwar die verdiente gelbe Karte. Also ist ein sehr brutales Spiel unsererseits gewesen. Sehe ich ein. Kann ich nachvollziehen. Brauchen wir uns gar nicht beschweren. Ich glaube, das wird unentschieden. Da gibt es keine weitere Chance mehr. Oh, wobei von Halle vielleicht nochmal eine Chance. Oh, Alter. Junge. Jungs, beruhigt euch mal. Die haben euch nichts getan. Brandt. Kommt dazwischen. Pfeift er ab? Ja, er pfeift ab. Es ist ein 0:0. Es ist mal wieder weiter der Fluch hier des Marschwegstadions. Ein Unentschieden, kein Sieg. Positiv anzumerken ist trotzdem, wir haben den ersten Platz nicht verloren dadurch. Also wir können uns beruhigen. So, als nächstes geht's ran gegen Elversberg. Die sind ein bisschen abgestürzt seit dem letzten Mal, wo wir gegen die gespielt haben. Jetzt auf Platz 17 unterwegs. Aber wir, wie gesagt, immer noch auf Platz 1. Das würde für mich jetzt aber auch bedeuten, da die ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen unten gerade am Rumwuseln sind, dass wir hier tatsächlich relativ viele Wechsel auch durchführen können. Kaises wollte unbedingt spielen in diesem Spiel. Das würde ich ihm auch mal ermöglichen. Ein Deichmann kann von Anfang an gerne mal wieder spielen. Ich würde sagen, wen nehmen wir denn hier mit auf der Bank? Als Außenverteidiger haben wir gar nicht mehr so viele Optionen, ne? Sehe ich gerade. Dann nehme ich einfach mal Engel mit, damit wir irgendjemanden haben. Ab hier, als er gespielt hat, konnte auf jeden Fall überzeugen. Ich glaube, den können wir gut und gerne auch mal hier mitbringen. Ansonsten Schmidt, jemand, wo ich gesehen habe, Spezialbewegung 5 Sterne. Ich bin durch die ganzen Entwicklungspläne gegangen und als ich das bei dem gesehen habe, ich habe mir gedacht, wer bist du bitte? Bist du Marco Marin 2.0, der deutsche Messi oder was? Wie hast du es geschafft, 5 Sterne Spezialbewegung zu bekommen? Aber vielleicht ein absoluter Sleeper-Pick oder sowas, ein Sleeper-Player, den man nicht auf dem Radar hat. Ansonsten brauche ich, glaube ich, nicht erzählen, warum ich Budgy auswechsel und Brandt dafür reinsetze. Ich würde sogar ehrlich gesagt so weit gehen und Budgy tatsächlich ganz rauswerfen gerade mal. Weil er ist einfach meiner Meinung nach dieser Leistung, katastrophalen Leistung, müsste ich hinzufügen, absolut nicht verdient hat, eigentlich auch auf der Bank zu sitzen. Und ich glaube, boah, De Jong gefällt mir richtig gut, wenn er spielt. Ich glaube, den gebe ich einfach mal einen Startplatz sogar. Nennt mich verrückt, weil das bin ich auch, aber De Jong will ich eine Chance geben. Weil der hat mir echt gut gefallen jetzt gerade im letzten Spiel. Der war immer irgendwie aktiv und so und ganz ehrlich, warum denn nicht? Koste es, was es wolle, wir gehen so rein. Aber ich habe mich dazu entschieden, doch nur die Höhepunkte zu spielen. Ich möchte diesem neuen Feature noch eine weitere Chance geben. Ich möchte mich noch mal ein bisschen mehr reinwuseln in dieses neue Feature, um auch so ein bisschen besser das Ganze kennenzulernen halt. Wir haben das jetzt bisher nur 2-mal gemacht, habe jetzt noch nicht so die größte Meinung dazu. Und da es halt, wie gesagt, ein neues Feature ist, würde ich das gerne mal ausprobieren. Einfach mal weiter benutzen, um zu schauen, ob mir das dann doch gefällt oder ob es dann noch irgendwie paar Probleme mit gibt oder sowas. Ich hoffe, ihr könnt schon verstehen, warum ich das halt eben mache. Was sehen wir hier als erstes? Gelegenheit zur Flanke für VfB Oldenburg. Jetzt hier unseren Fornalcik da nämlich schon lang rennen und ja, Chance zur Flanke? Da ist niemand in der Mitte. Wo soll ich denn hinflanken? Es gibt keine Chance zu flanken. Wir passen mal in die Mitte, da ist Kaisis, der wollte ja unbedingt spielen. Buchtmann mit dem Nachstoß und Buchtmann irgendwie mit viel Glück bringt die Pille irgendwie ins Ball, ins Tor rein. Und der macht hier wieder den absolut ekelhaften Jubel, den ich überhaupt nicht abfeiere. Wie gesagt, der sieht aus wie Cthulhu oder sowas, ne? Das macht ganz gruselig. Ja, cool, es hat direkt funktioniert. Was? Elfmeter? Oh, oh. Okay, ich sag unten links. Woltemade, alter Bremer, Nick Woltemade. Unten links, sage ich. Unten links, unten links. Verdammt ich doch eins. Natürlich war es die rechte Seite. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Nick Woltemade, ne? Klar, dich merke ich mir, Freundchen. Irgendwann mache ich eine Werder Bremen-Karriere. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Der eine Typ von denen heißt Flyer-Alarm. Was ist das für ein geiler Name? Der heißt Flyer-Alarm. So, was haben wir hier? Pfeil mit dem, ja, mit der Flanke. Oh, der hat aber richtig Tempo drauf. Huiuiui, der zieht aber richtig zu Titarski. Klär das Ganze einfach mal. Ja, und dann sind wir schon direkt in der nächsten Szene. Alleingang von VfB Oldenburg. Und wir sehen es, De Jong, unser Jugendspieler, muss sich gegen einen Verteidiger anscheinend durchsetzen und gegen den gegnerischen Keeper, gehe ich mal von aus. Und De Jong setzt sich durch. De Jong, der ist beidfüßig, der kann mal schießen. De Jong scheitert am Keeper, schade. Und jetzt gibt es eine Eckballsituation. Aber für Elversberg. Ach ja, wir sind schon in der zweiten Halbzeit. Mein Gott, das geht so schnell hier gerade von dann. Alter, ich komme da kaum hinterher. Suero Fernandes bringt das rein. Mal gucken, wie er den reinbringt. Scharf geschossen macht er das auf Konrad, aber wir sind dran.
Plautz, kannst du das auch gewinnen? Nee, nicht ganz. Die können doch mal reinflanken oder passen lieber. Die machen es lieber kurz und knapp und mittig auf den Boden. Und was haben wir hier? Wir flanken den weg, denn diese Chance ist... Was? Warum lässt du noch weiterspielen? Hallo, die Chance ist schon längst vorbei. Wollt ihr mich verarschen? Ey. Hui, 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 hui. Was haben wir hier? Konter durch VfB Oldenburg mit zwei Spielern in der 87. Minute. Es geht jetzt hier gerade darum, den Sieg zu holen. Ansonsten bleibt immer noch der Fluch hier bestehen, dass wir im eigenen Stadion keinen Sieg holen können. De Jong wird angespielt, angepeilt. De Jong, bisschen Tempo. De Jong, Schussfinte, schön gemacht. Alter, Ballkontrolle für den Arsch gewesen und Abpfiff. Wir schaffen es nicht, im eigenen Stadion einen Sieg zu holen, gegen egal welcher Mannschaft. Es ist unmöglich. WTF. Und irgendwie muss ich sagen, habe ich immer noch keine große Meinung zu diesen Playable Highlights. Ich mag sie immer noch irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Es ist schwer zu erklären. Also ich finde, es ist eine coole Art und Weise, um Simulationen eben in FIFA zu starten. Das ist mal was anderes und ich bin ganz ehrlich mit euch, es gefällt mir eigentlich auch ganz gut, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das sehr repetitiv werden kann. Das habe ich jetzt noch nicht das Gefühl, dafür habe ich das zu wenig gespielt, das Feature. Aber es macht irgendwie den Anschein, als könnte das sehr schnell sehr repetitiv werden, wie auch mit den Cutscenes beispielsweise. Aber bisher finde ich sie eigentlich ganz cool, weil das ist mal was anderes, als halt immer Simulation eben zu drücken. So, als nächstes geht's ran gegen Saarbrücken. Wir sind immer noch auf Platz 1. Also Mannheim, guck mal. Wie geil ist das denn? Mannheim holt auch ein Unentschieden nach dem anderen ran. Also es tut sich eigentlich nichts da oben, was mir ziemlich gut in die Karten spielt, weil dann können wir auch Punkte liegen lassen und wissen, dass wir trotzdem oben halt verbleiben können. Und jetzt geht's ran, wie gesagt, gegen Saarbrücken, die auf Platz Nummer 7 sind. Und hier heißt es wieder, ja, die bestmögliche Mannschaft selbstverständlich aufzustellen. Ich glaube, De Jong ist ein bisschen geschwächt. Den können wir also gerne mal auswechseln gegen einen anderen Spieler. Wie wär's, wenn wir einfach mal Schmidt mitnehmen? Ja, komm, vielleicht, ich will den auch mal einsetzen. Ich möchte ihn auch mal... Nee, das klingt falsch. Ich möchte ihn nicht fühlen, aber ich möchte fühlen, wie er sich so spielen lässt, ja, auf dem Platz. Ich glaube, Steurer war das ja gerade, der auch gerne spielen wollte. Also werde ich ihn jetzt auch einfach mal einsetzen, dann soll er sich halt eben beweisen. Ich möchte Budgie eigentlich immer noch nicht die Chance geben auf dem Platz. Also Budgie werde ich mal auswechseln gegen Brandt. Gefällt mir einfach nicht. Ich finde es gerade lustig, dass seine Moral dadurch auch irgendwie gerade gesunken ist. Von Alcik spielt gerade irgendwie jedes Spiel von uns. Scheint aber eine ganz gute Form zu haben. Aber ja, ihr seht schon genau richtig, der ist ein bisschen, ja, ein bisschen fertig vom ganzen Spielen. Deswegen kommen wir wechseln ihn mal aus gegen Möschel. Der kann mal von der Tribüne an sich das anschauen mit seiner Familie oder so. Der kriegt halt wahrscheinlich seine verdiente Pause. Ja, und mit dieser Mannschaft... Ja, andere Wechsel möchte ich gar nicht vollziehen. Wir gehen so in die Partie rein. Kruzifix geht das schnell hier bei uns. Vierte Minute hat es nur gebraucht und Brandt ist auf dem Boden, weil er umgenockt wird. Das ist es, was ich sagen wollte. Naja, nicht ganz. Wir sehen es aber direkt einen Eckball zur fünften Minute und den bringen wir mal gut rein, würde ich sagen. Buchtmann, du musst das halt auch mal lernen. Starke vor allen Dingen. Springen! Das müsste ein Eckball wieder für uns sein. Das ist ein Abstoß. Oh Gott. Alter Schwede gegen Möschel. Was machen wir hier am besten? Endouré wieder zurück. Und jetzt durch die Mitte. Komm, Buchtmann. Buchtmann mal mit einem Thunder. Das war aber gar nichts. Muss ich ganz ehrlich gestehen. War auf den linken halt eben auch gelegt an der Stelle. War vielleicht nicht die beste Idee, dort direkt abzuziehen. Was macht ihr denn, ihr Taumeltänze da? Was? Es gibt einen Freistoß für wen? Für uns? Oder was? Ich habe doch nichts gemacht. Ah ja, tatsächlich für uns. Aus 37 Metern kann man nochmal draufschießen, würde ich sagen, oder? Nein, natürlich, das machen wir selbstverständlich nicht. Wir gehen mit Möschel nämlich drauf und machen jetzt mal einen Powershot. Ja, der kommt durch, Alter. Das ist der erste Powershot, der durchkommt. Und wo ich mir dachte, Alter, ich drehe jetzt hier komplett am Rad. Der war gar nicht mal so schlecht geschossen. Ich hätte gerne Wiederholung gesehen. Das war die perfekte Situation oder die perfekte Chance, auch mal mit einem Powershot richtig was rauszubringen. Und jetzt auch die beste Chance, mit Buchtmann mal endlich was rauszubringen. Starke, spring, flieg, mein Freund. Das tut er auch auf der Linie geklärt. Die Pille ist noch heiß. Die heiße Kartoffel wird weitergereicht. Wir spielen oben auf Steuer. Aber der ist halt auch nicht so der beste Schütze. Da brauche ich gar nicht schießen eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum ich das getan habe. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, wer den Ball hatte. Ich dachte, Steuerer wäre vielleicht schon, ja, weiß nicht, weiter hinten oder noch vorne irgendwo, aber nicht da. Und dann kommt so ein Käse bei rum. Noch gab es keine riesige Chance für Saarbrücken, aber das kann sich jetzt vielleicht ändern hier mit diesem Eckball. Jennecke bringt den weit, weit, weit mit rein. Und die bleiben auch hier im Ballbesitz übrigens. Oh, spielt ihn weit nach vorne vor allen Dingen. Mielitz ist... Das war kein Abseits vor allen Dingen. Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, dass es eigentlich Safe Call Abseits sein muss, aber das war es anscheinend nicht. Da stand wohl irgendein Spieler von uns auf der Linie oder was weiß ich was. Aber das müssen wir... Ja, haben wir gut abgefangen und damit ist der Angriff hier auch bereinigt von Saarbrücken. Den ersten, den wir hier nach 25 Minuten ja, gesehen haben. Starke setzt sich ultra gut durch. Das muss es sein, Starke. Nein! Du hättest auch mit links schießen können auf den kurzen Pfosten, Mann. Aber der schießt mit rechts. Oh, ich meine, das war auch gut, ne? Auf den langen Pfosten entgegen der Richtung des Keepers und so. Aber ach, Mann. Oh, nee. Wir machen die Dinger vorne irgendwie nicht mehr. Wir haben irgendwie gerade so eine, ja, weiß nicht, Stürmerflaute oder so. Kann man das so nennen? Zumindest unsere Chancenverwertung ist halt total im Keller.
zum Gegenspieler geköpft oder was war das gerade für ein Move? Ey, klärt den Rotz doch. Könnte man doch nicht meinen, dass sie hier den Gegenspieler hier mit Vorlagen bestücken können. Und das war tatsächlich, ich dachte, das wäre von uns abgewehrt gewesen, der Schuss. Das sah so aus, wäre der Volley komplett von uns abgewehrt worden, aber anscheinend halt eben nicht. Nehme ich so mit Kusshand mit. Oh mein Gott, der ist so frei. Das ist es diesmal nicht, immer noch nicht. Ach Gott, ey, was muss ich noch machen? Wem muss ich Geld überweisen, damit wir die Dinger reinmachen? Wem? Guck mal, Raphael Brandt hatte so eine schöne Schussposition. Und oh, es haben schon wieder nur Zentimeter gefehlt. Dieses Spiel ist aber auch ein Krampf, ey. Das ist so viel rumgestocher. Das ist ja voll der Duré, was hast du geraucht? Ey, Junge, der Rasen ist nur zum Fußballspielen da. Glaub mir wirklich, daraus kannst du nicht noch irgendwie einen Joint formen. Mein Gott, du siehst ja, was daraus wird, ey. Das kann doch nicht sein. Das ist echt ein heftiges Rumgestocher. Was für ein Trick hier von der Nummer 31? Der 31er? Das kann echt nicht sein. Also ehrlich, das ist so ein Spiel, wo es die ganze Zeit hin und her geht, aber es geht nicht sonderlich oft zumindest zum gegnerischen Tor. Genau das meine ich. Dann startet irgendjemand durch oder will zumindest, wird direkt halt aufgehalten und das geht die ganze Zeit gerade so. Das ist gerade ein Konzentrationsspiel. Ich würde viel gerne mehr kommentieren, aber ich bin so konzentriert, weil ihr seht schon, was passiert, wenn ich zu viel rede. Dann kommt nämlich sowas zustande. Oh, das geht daneben. Das haben sie sich aber auch verdient. Die hatten auf jeden Fall weniger Schüsse gehabt als ich. Und meine Schüsse sind auch alle unfassbar knapp gewesen. Also auch hier, das war verdient, dass das für die daneben ging. Yo, was ein Pass. Mielitz, was eine Parade. Alter. Der wird auch angeschossen bis zum Gehtnichtmehr. Ne? Ich hoffe, der ist gut versichert. So, Plautz geht mal raus, Knüschner kommt rein. Hier wollen wir gar keine rote Karte irgendwie riskieren. Und Schmidt will ich mal sehen auf dem Platz. Ich will mal schauen, was der Typ so drauf hat. Ja, es muss ja schon einen Grund geben, warum der in Oldenburg jedes Mal eingesetzt wird. Bei mir nicht. Ich muss doch irgendwo einen Fehler machen bei dem. Alter, was? Wie stark er da umgenietet wurde. Das ist aber verdient hier gepfiffen. Was? Für was? Für die? Für die? Was? Für nicht für mich. Niemals, niemals, niemals. Das gibt's nicht. Das war sowas von eine Fehlentscheidung. Starke wurde da komplett umrasiert. Der hat jetzt, Alter, der hat alle Körperhaare verloren nach dieser Grätsche. Oder, na, es war keine Grätsche, aber nach diesem Zweikampf besser gesagt. Das ist unser Ball. Der wurde einfach weggeschubst. Und das ist kein Foul. Ey, nee. Alter, was eine Ballannahme von Buchtmann hier. So, oder Zitarski, glaube ich, war das sogar. Einfach mit der Hacke angenommen. Und Schmidt wollte nicht weiter durchrennen. Also Schmidt überzeugt mich ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz. Ist das ein Einwurf für uns? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Tatsächlich. Das ist schon mal ganz cool. Ja, gut gesehen. Schmidt hier. Er verliert den Ball direkt. Hat aber auch eine Ballkontrolle gerade gehabt. Wirklich mal wieder wie ein 7,5-Tonner. Und es ist wieder das Spiel, was ich halt die ganze Zeit angesprochen habe. Oh Gott, Alter, was ein... Oh, oh. Mach doch keinen Scheiß. Können wir es ein bisschen ruhiger machen? Oh, Mielitz muss ihn jetzt einfach nach vorne kegeln. Ich glaube, da war jetzt keine Anspielstation, die sich irgendwie angeboten hat. Seht ihr das? Es ist ein high-paced Game. Es ist so krass, Freunde. Ich muss mich so hart konzentrieren. Sogar Knüschtock kriegt es nicht hin. Der zerfällt unter dem Druck. Das war so ein einfacher Pass, den er nicht hinbekommt. Und schon wieder sind wir am Ball. Das ist das, was ich meine. Es geht die ganze Zeit hin und her. Können wir jetzt endlich das Eis brechen? Irgendwas machen? Was nicht den Ball verlieren irgendwie bedeutet. Oh, ich muss, glaube ich, nach hinten spielen. Flanken bringt er hier nicht so viel, ehrlich gesagt. Knüschtock, wohin führt dich die Reise? Komm, ganz nach unten, wir machen mal einen Flügelwechsel. Oder nach da, meinetwegen, zu Möschel. Jetzt nach hinten gespielt, auf den Duré. Duré, wo wollen wir hin? Da, gut gesehen, Buchtmann. Oben jetzt auf Brandt. Brandt, mal mit dem aus... in den Restschuss, das ist schon wieder so fucking knapp. Och, das kann doch nicht sein. Wir versuchen so viel. Und es will nicht. Ich kann alles machen. Es soll einfach nicht sein. Aber gucken, ob wir nochmal frische Kräfte auf den Platz bringen können, die doch mal einen anderen Wind hier in die Segel reinbringen können. Also Brandt kommt dann doch wieder raus, Budgie kommt rein und wisst ihr was, Buchtmann verlässt jetzt auch und Kaises, der ja unbedingt spielen möchte die ganze Zeit, der kriegt jetzt auch wieder ein bisschen Spielzeit. Die allerletzte Chance wahrscheinlich hier in diesem Spiel noch irgendwas zu drehen. Zitarski ist vielleicht wieder der Held und er ist es nicht. Der müsste jetzt abpfeifen. Ach Mann, schon wieder ein Unentschieden. Nicht im Oldenburger Stadion, aber es ist schon wieder ein 0:0. Was ist denn los mit unserer Form? Also, wir wollen momentan nicht gewinnen. Solange wir Punkte holen, bin ich auch damit einverstanden. Versteht mich nicht falsch. Es sind keine Nullpunkte, die wir hier nach Hause nehmen. Aber es könnten auch drei immer sein. Und irgendwann war es ja auch klar, dass wir den ersten Platz dadurch verlieren würden. Jetzt hat es, glaube ich, Mannheim auch geschafft mit einem weiteren Sieg für die. Genauso wie TSV 1860 München, die, glaube ich, einen Sieg hier reingefahren haben. Und damit, ja, sind wir jetzt auf Platz 3, was aber immer noch phänomenal ist. Rot-Weiß Essen, die nächste Mannschaft, die uns in den Weg stehen, in den Weg stehen möchte. Und da habe ich natürlich was ganz Großes dagegen. Und deswegen werden wir eben ganz kurz eine Mannschaft zusammenbasteln. Alter, Jovanovic mittlerweile auf einer 73. Boah, ich sag's euch, wie es ist. Also, ich glaube, in der nächsten Saison wird der Junge, glaube ich, von vielen Vereinen verfolgt. Also, viele Vereine werden den, glaube ich, auf dem Radar haben und haben wollen.
weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Selbstverständlich möchte ich ihn halten, weil das ist ein absoluter Superstar bei uns in der Mannschaft. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe einfach mit dieser Mannschaft auch rein. Gar keine großen Wechsel machen. Das muss mit der Mannschaft auch funktionieren hier. By the way, falls ihr es nicht wusstet, vergessen habt oder sonstiges, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Merchandise. Ja, tatsächlich, ich habe einen Merchandise-Store und dort findet ihr auch ein wunderbares FIFA-Design, nämlich von unserer Trainerlegende Marcel Seine, mit der wir hier auch diese Mannschaft VfB Oldenburg eben trainieren. Und falls ihr ein T-Shirt, eine Tasse oder, ja, da gibt es so viele unterschiedliche Produkte, die ihr euch holen könnt, mit dem Design haben wollt von unserer Trainerlegende, dann checkt, wie gesagt, die Videobeschreibung ab. Guckt euch mal an, was ihr da haben wollt. Habt natürlich auch andere individuelle Designs. Ja, klickt euch da einfach mal ein bisschen durch und damit könnt ihr mich groß unterstützen. Von daher, ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr daraus mal ein bisschen was, ja, raus verpflichten könnt. By the way, auch in der Videobeschreibung findet ihr so Sachen wie zum Beispiel meine Social-Media-Links. Heißt also, falls ihr noch nicht Teil meiner Discord-Gruppe seid, folgt gerne oder kommt gerne auf meinen Discord-Server. Folgt mir gerne auch auf Twitter, falls ihr Twitter besitzt. Da werde ich auch zwischendurch mal was zu Fußball posten und so weiter. Ja, natürlich primär eher zum SV Werder Bremen. Ne? Das ist ja, glaube ich, mal ganz schön unerwartet gewesen. Ja, Freunde, ne? Macht das gerne mal und dann können wir uns mal darauf freuen, auch mal auf anderen Plattformen gemeinsam zu interagieren, würde ich sagen. Der geht rein, ehrlich jetzt, aus dem Winkel, der geht rein. Das ist doch echt zum Mäusemelken. Weil, ach, es bahnt sich schon wieder so auf, an, dass wir auf Unentschieden spielen. Ach, ich sehe es doch schon wieder kommen. Ich kann es langsam nicht mehr hören, diese Unentschieden. Ey, wir haben auch eine, ich meine, okay, wir haben eine ungeschlagene Serie von irgendwie 11 Spielen oder so, was auch wieder mal ein Rekord ist. Aber es kann nicht sein, dass wir echt jedes Mal unentschieden hier spielen. Starke, das, ja, schick ihn oben, krass, Niki, das muss es sein, bitte, jetzt endlich, das ist echt, oh, ich bin so am Verzweifeln, Mann. Ach, das ist echt schrecklich, Mann. Was kann ich denn anders machen? Ich dachte, ich mache schon alles richtig, wenn ich den angeschnitten mache in solchen Situationen, damit der halt um den Keeper rumgezwirbelt wird. Ist unser Abschluss nicht gut genug in der Mannschaft oder sowas? Ich weiß es doch nicht. Komm, wir schießen den mal so jetzt rein, der kommt mir eigentlich immer viel zu hoch. Und jetzt, das sieht gut aus, das Latte! Nachschuss geht auch ins Nichts. Von Nalcik mit dem Powershot vielleicht von da. Das wird auch wieder nichts. Also, jetzt haben wir auch noch richtig Pech. Ich glaube, das liegt alles an diesem einen Spiel, wo der Gegner 37 Mal mindestens gegen Latte und so weiter gefeuert hat. Und so. Oh, krass, Niki. Ach, schade. Kleines Dribbling angesetzt. Wo wir, wisst ihr noch, dieses eine Spiel, wo wir unendlich Glück hatten und so. Ich glaube, da haben wir alles verspielt. Weil jetzt geht gar nichts mehr. Da muss es sein. Immer noch nicht. Aber auch die gegnerischen Keeper, ne, die haben alle eine Dopaminspritze oder sowas. Was soll es denn sonst sein? Irgendwie Hormonzulieferung oder so. Es ist doch echt unglaublich, dass wir nichts mehr reinbekommen. Wir kriegen unsere Schüsse nicht mehr im Kasten untergebracht. Starke, du warst gerade viel zu lange im Abseits. Ich hätte viel früher den Pass schon schicken können, aber nicht, wenn er im Abseits steht. Ey, wir müssen uns unterhalten in der Pause. Ich muss mich mit der gesamten Mannschaft mal dringlichst unterhalten. Zielwasser hoffentlich getrunken in der Halbzeit. Das brauchen wir auch. Das ist mein Gespräch gewesen mit den Leuten. Ich habe Zielwasser verteilt oder so. Und meine eigenen Spritzen, meine eigenen Hormonzulieferer. Das ist echt nicht zu fassen. Es frustriert mich wirklich extrem. Guck mal, das zum Beispiel. So unnötig. Das hätte gar nicht sein brauchen. Der Pass hätte viel präziser sein können. Der Sprint hätte viel besser sein können hier von unserem Fornalcik und so. Aber es soll momentan einfach nicht sein für uns. Och, guter Ballbesitz gewinnt. Jetzt vielleicht, komm. Wohin geht's denn? Unten jetzt gesehen. Badji, bitte mach es wieder wett. Badji, danke schön. Danke schön. Es geht doch mit dir. Mann, Alter. Endlich bricht er mal die Mauer, die vor ihm stand. Der ja so häufig uns da hat enttäuscht vorm Tor. Jetzt endlich ist er erfolgreich und das war schön von uns rausgespielt. Auch schön gesehen von Krasniki, wie er da durchstartet eben. Auch wenn es ein bisschen Glück für uns war, dass der Keeper da nicht allzu stark aussah diesmal. Boah, das macht der klasse. Fornalcik hätte sein erstes Tor schießen können. Das war halt auf dem schwachen Linken gesetzt, ne? Das war, glaube ich, das größte Problem in der Situation. Thomas Eisfeld kommt rein. Nee, der geht raus. Ich bin verwirrt. Ich sollte auch aufhören, die FIFA-Episoden so spät aufzunehmen. Nicht nur zum Schutze meiner Nachbarn, weil momentan verfalle ich irgendwie in Momente, wo ich echt spät FIFA aufnehme. Da kriege ich immer die meiste Lust auf FIFA, versteht? Keine Ahnung, wieso. Das ist nicht gut für die Nachbarn und auch nicht gut für meine Psyche und auch nicht gut für euch, weil ich absoluten Stuss hier irgendwie mache und laber. Es ist echt nicht zu fassen. Können wir jetzt mal was starten? Guck mal, unten, da ist Plautz unterwegs, aber wir spielen trotzdem auch lieber auf Badji anscheinend, okay? Meinetwegen dann doch nicht Plautz. Und wohin geht jetzt denn der Ball?
Ja, man weiß es halt nicht. In der Mitte müsste ich jetzt eine Anspielstation haben. Wie zum Beispiel Zitarski hier. Zitarski vielleicht? Zitarski? Na gut. War mal ein Versuch wert. Freiraum hat er ja bekommen. Braucht es vielleicht andere Spieler auf dem Platz? Ne? Starke? Wegner vielleicht? Ist der irgendwie, weiß nicht, kälter vorm Tor? Ne? Kann er vielleicht das besser als Starke? Habe ich Starke vielleicht ein bisschen zu krass in Erinnerung? Ich weiß es nicht. So, Kaisers kommt auch rein für Krasniqi. Ach, die reichen, glaube ich, die Wechsel. Tempo, 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 Tempo. Plautz gegen Bastians. Plautz gegen Bastians. Wir warten, bis jemand in der Mitte ist. Aber wenn Plautz bis dahin nicht die Pille verliert. Und das sieht gerade sehr danach aus. Plautz, okay. Gibt's vielleicht einen Einwurf für uns? Nee, ach man, wir kriegen es gerade nicht auf die Kette. 80. Minute, wir sind natürlich schon wieder im Marschwegstadion. Also, das ist hier zum Unentschieden. Am Ende wird es ja gar nicht so unwahrscheinlich. Ich werde einen Brand einwechseln für Budgie. Und ja, irgendwie die üblichen Wechsel. Nee, wisst ihr was? Steurer muss ja mal, glaube ich, eingesetzt werden. Ich möchte mal, also, ja, die machen sehr viele Offensivaktionen auch. Rot-Weiß-Essen ist auch sehr oft bei uns im Quartal. Und deswegen ist, glaube ich, für mich ja sicherer, wenn wir neuen Innenverteidiger reinbringen in die Partie. Die 88. Minute ist da und es gibt einen Eckball für uns. Theoretisch oder vielleicht die letzte große Chance für die Partie, um hier vielleicht den Siegtreffer zu erzielen. Und das ist das übliche Bild mal wieder, dass wir nicht mit dem Eckball irgendwas machen können. Fornalcik sucht vielleicht jetzt gerade mal einen Anspielpartner. Oder geht mal komplett alleine hier solo auf die anderen Flügel. Jetzt sehen wir einen Zitarski. Das war auch wieder viel zu spät abgezielt. Aber ich glaube, es wurde abgewehrt. Tatsächlich. Es gibt wieder einen Eckball. Und das ist jetzt womöglich hier die letzte Chance. Buchtmann zeigt schon an. Ruhe, Leute. Weil dann kommen wir mit der Präzision um die Ecke. Buchtmann bringt den Eckball rein. Da laufen wir rein mit Zitarski. Brand nimmt den an. Brand per Volley. Brand mit einem Traumtor. Er verletzt sich sogar dabei. In der letzten Minute. Mit dem 2:1. Da ist es doch, der Fluch, der ist gebrochen. Endlich gewinnen wir im eigenen Stadion. Der Fluch ist endlich gebrochen. Ist es zu glauben und was für ein Tor das auch war. Guckt euch das hier nochmal an, da kommt er reingeflogen. Hier wurde es abgewehrt, Brand zieht den, nimmt den kurz an und dann peng. Mit der Latte, unhaltbar für den Keeper, so groß ist er nicht. Oh, und er hat sich sogar noch verletzt bei dem Schuss, habt ihr es gerade gesehen? Wahrscheinlich durch den Zweikampf hier des Gegenspielers. Alter, da ist es endlich. Wahnsinn, ey. Meine Fresse, fühlt sich das gut an. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wahrscheinlich für Raphael Brandt noch viel krasser, auch wenn er sich verletzt hat. Wir können auch gar nicht mehr wechseln. Also er muss jetzt damit leben, dass er halt verletzt auf dem Platz jetzt rumhumpelt. Er müsste eher pfeifen. Jawohl. Oh mein Gott, da ist ja endlich der Sieg. Aber in unserer Tabellenplatzierung hat es einfach gar nichts geändert. Wobei, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon vorgespult zum nächsten Spiel. Es könnte sogar sein, weil München und Mannheim haben beide schon ein Spiel gespielt. Und wobei Mannheim hat, glaube ich, das Spiel nicht gewonnen, sondern hat wieder ein Unentschieden, glaube ich, gespielt. Und ich glaube, München hat tatsächlich gewonnen. Also es hätte sogar sein können, dass wir wieder auf einer besseren Platzierung waren. Aber ist ja eigentlich auch egal. Platz 3 ist auch phänomenal geil. Und ganz ehrlich, wenn wir das festigen können, dann bin ich dabei. Dann bin ich der Letzte, der sich darüber beschwert. Ich möchte eben ganz kurz aber, weil man das hier leider ja nicht mehr auf der Startseite sehen kann, so ein bisschen die Spielerstatistiken reinschauen. Wie sieht es denn eigentlich da so mittlerweile aus? Welche Spieler sieht man denn hier so? Wir sehen, Starke ist ganz oben von uns. Auf Platz 13 aber. 7 Tore in 20 Spielen. Der Torschütze in der Liga hier ist Bär von München, 13 Tore. Bei 27 Spielen ist aber auch keine gute Ausbeute. Also wir haben irgendwie keinen in der Liga, der wirklich außergewöhnlich viele Tore erzielt. Wie sieht es bei Torvorlagen aus? Da sehen wir einen Wegner, Starke, das sind relativ viele von uns. Wegner, Starke, Krasniqi und Buchtmann. Aber auch jetzt nicht, ja, krasse Anzahl an Vorlagen. Ich glaube, hier sieht man so ein bisschen den, ich will es jetzt nicht diffamierend ausdrücken, ne? Aber man sieht hier so ein bisschen den Skill der dritten Liga wahrscheinlich. Ohne Gegentor ist Mielitz selbstverständlich mit ganz oben. Da haben wir sehr oft schon zu Null eben gespielt. 9 Tore ohne Gegentor sehen wir hier. Gelbe Karten sollen wir, glaube ich, mittlerweile auch irgendwie mit dabei sein. Zumindest sehr quer verteilt bei vielen Spielern haben wir uns ja sehr viele gelbe Karten eben abgeholt. Wir sehen aber Neudecker hier mit 6 gelben Karten ganz oben. Wobei, wir sind gar nicht mit dabei. Ich habe das Gefühl, wir sammeln sehr, sehr viele gelbe Karten, aber dann wahrscheinlich immer unterschiedlichere Spieler. Und wir sehen hier bei den roten Karten aber, dass Starke mit dabei ist, kann ich mich noch gut dran erinnern. Und da sind schon Spieler mit dabei, die eben 2 rote Karten geholt haben. Und guckt euch mal die Ausbeute von denen an. 2 rote Karten in nur 7 Spielen? Was hat denn der Kollege bitte gemacht? Das ist ja echt ein bisschen crazy. Naja, wie dem auch sei, Freunde. Wenn euch diese Episode hier gefallen hat, das übliche Spiel, Däumchen, Träumchen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ich wünsche euch noch was. Tschüss, tschüss und macht's gut.